Ich bin hier vor, wie heißt die Kirche? Die Grabeskirche oder Anastasis. Genau, weil ich noch, ich wechsle immer die Sprachen, deswegen habe ich jetzt gerade nicht auf Deutsch gewusst. Und Sie sind das erste Mal in Jerusalem? Das vierte Mal in Jerusalem. Vierte Mal. Warum kommen Sie immer wieder? Es ist mir wichtig, die heiligen Orte meinen Gemeinden, in denen ich tätig bin, zu zeigen. Ich bin jetzt mit 38 Pilgern insgesamt hier. Wir sind bewusst keine Touristen, sondern ich habe eine Pilgerreise organisiert. Mhm. Und wir besuchen die heiligen Stätten in Jerusalem, aber auch im ganzen Heiligen Land. Mhm. Und Sie sind, wie sagt man das in der evangelischen Kirche, Pastor? Oder wie ich bin Pfarrer in einer lutherischen Gemeinde in Bayern, in Kulmbach, in Oberfranken. Bekannt vielleicht durch das Bier oder auch durch Thomas Gottschalk. Ja? Der ist bekannt, der wohnt in meiner Nachbarschaft, wenn er in Kulmbach ist. Wunderschön. Und was ist an Jerusalem so speziell? Warum kommen Sie immer wieder hierher? Ich komme immer wieder hierher, weil ich es erhebend finde, an den Orten zu sein, wo Jesus Christus gegangen ist, wo er sein Leben gegeben hat, wo er auferstanden ist. Gerade jetzt hier an der Grabeskirche, die ja im Orthodoxen heißt Anastasis, Auferstehung. Das ist ja alles in einem Raum, an einem Ort. Und zu knien und innezuhalten, zu hören, es ist vollbracht. Da hat ja Jesus auf Aramäisch gesagt, Nishlam, es ist Shalom hergestellt. Das gleiche Wort, was auf den Quittungen früher abgedruckt worden ist, wenn eine Rechnung bezahlt worden ist, das hat Jesus gemacht, hat für meine Sünde bezahlt. Und es ist wunderbar, da zu sein, wo er das getan hat und sich mit seiner Schuld bei ihm aufgehoben zu wissen und die Vergebung zu empfangen, die er uns gewährt hat. Gerade habe ich die Heilige Messe empfangen und dort eben auch dieses Wort mitgesagt, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund hier vor Ort. Da wird die Seele ganz besonders gesund. Und Sie sind evangelischer Priester und Sie wissen das bestimmt auch, viele, viele Leute denken, dass Gott ist ein Diktator, der wartet, dass wir fallen und dann kann er uns in die Hölle schicken. Und es ist ein total falsches Bild. Können Sie erklären, was der liebe Gott ist? Wer der liebe Gott ist? Die Geschichte aus Lukas 15, der verlorene Sohn, die heißt eigentlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber irgendwann mal hat mir ein Gemeindeglied gesagt, Herr Pfarrer, sagen Sie nicht, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, das ist die Geschichte vom barmherzigen Vater. Ich bin in die Irre gegangen, so wie sicher ein jeder, der jetzt auch dieses Interview hört, aber ich darf zurückkehren, wenn ich sage, ich habe gesündigt, nicht der andere. In unserer Zeit, da wird immer so auf die anderen geschaut. Es ist so entlastend, mit seiner eigenen Schuld umzukehren, neu anzufangen, den Namen unseres Herrn anzubeten und vom Vater mit offenen Armen empfangen zu werden. Das ist das, was mich trägt. Jeden Tag neu lebe ich von der Vergebung. Wow, sehr beeindruckend. Und wie war jetzt die Erfahrung in der Kirche hier? Wie war das für Sie? Wenn ich schon hineingehe in die Grabeskirche, das Salböl mir, das ausgeschüttet worden ist, das geweihte Öl, mir es auf die Stirn zeichne mit dem Kreuzeszeichen, die Salbung, die Jesus empfangen hat, selber empfangen darf, das vor Ort zu erleben, zu knien am Heiligen, am Allerheiligsten, möchte ich fast sagen, die Kraft seiner Auferstehung zu empfangen, jetzt von der Messe wegzugehen, im Wissen, ich lebe doch nur nicht ich, Christus in mir. Christus in mir, so darf ich jetzt in diesen Tag hineingehen. Was Schönes kann es gar nicht geben. Das stimmt. Danke für dieses wunderschöne Interview.